Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute endlich mal wieder ein Follow Me Around bei beiden Pferden. Und ihr seht's, aktuell bin ich bei Ruby. Ihr seht's nicht, weil es hinten dran einfach so dunkel ist mit der Halle. Und ja, was wir heute machen, das seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ich befinde mich jetzt noch bei mir zu Hause im Keller, denn ich muss noch die extra Portion Müsli für beide Jungs vorbereiten. Das Gute ist, dass beide die gleiche Mischung bekommen, also da brauche ich jetzt nicht irgendwie drauf aufpassen, wer bekommt jetzt genau was. Und ja, ich bereite es am Wochenende immer vor, bevor ich in den Stall fahre, unter der Woche immer einen Abend vorher, damit ich einfach morgens nicht so viel Stress habe. Das mache ich jetzt noch schnell, bevor es dann erstmal zu Ruby geht. Ich weiß, es interessiert nicht jeden, was die Jungs zu fressen bekommen, aber dennoch weiß ich jetzt schon, dass einige Fragen werden. Deshalb im Kurzzusammenfassung und Schnelldurchlauf einmal für euch. Grundlage ist 250 Gramm vom Marschtal Vito. Dann bekommen beide was vom Hufregulator, weil wir haben ja Ruby mittlerweile ziemlich umgestellt von den Hufen her. Einfach zur Unterstützung. Und der Kleine hat halt einfach auch noch nicht die besten Hufe. Es folgt das Force, ein getreidefreies Mineralfutter. Und dann gibt es noch was vom Aminomuskel Plus zum Muskelaufbau. Und das war's. Ich bin nun am Stall angekommen, beim Ruby, und den begrüßen wir jetzt erstmal als erstes. Hallo! Hi Schatz! Na? Alles gut? Alles gut? Nase? Alles gut bei dir, ja? Nein! Warum? Was ist los? Hochtalentiert ja, aber hochmotiviert, ich weiß ja nicht. Dafür ist es zu warm. Zu warm, ja. Ey, jetzt pack doch den Alu nicht weg. Die schönen 17er Alus hat er? Ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, schon auf Instagram. Wir haben Ruby umgestellt. Er ist jetzt vorne auf Alu-Eisen umgestellt worden, von den normalen Eisen. Hatte verschiedene Gründe, weil einfach das Horn sehr brüchig geworden ist, jetzt mit der Trockenheit. Und die Alus halt einfach leichter sind und nicht so am Huf ziehen. Außerdem dachten wir, wir machen ihn einen... Ja, machen es ihm ein bisschen einfacher, weil halt eigentlich die Pferde mit Alus deutlich besser laufen. Ruby hatte tatsächlich die ersten Tage echt ein bisschen Schwierigkeiten, sich einzulaufen. Er fand das sehr spooky und hat irgendwie, glaube ich, den Eisen nicht so getraut. Aber jetzt, nach ein bisschen mehr als einer Woche, kommt er eigentlich ganz gut damit klar. Aufgrund des doch deutlich warmen Wetters im Moment machen wir eigentlich gerade gar nicht extrem viel. Also er wird auf jeden Fall natürlich bewegt, aber wir reiten im Moment weniger, machen viel Longearbeit und laufen lassen. Dennoch ist er beim Reiten eigentlich immer gut drauf, aber man sieht jetzt zum Beispiel so einen Tag wie heute, da ist er doch schon ein bisschen und da denke ich mir halt immer so, dann machen wir lieber ein bisschen Longenarbeit, dann bewegt er sich zwar auch sehr gut, aber es ist doch nicht so anstrengend für ihn, wie halt eben mit dem Reiten. Zumal, wie man auch sieht, er immer noch relativ langes, dickes Fell hat. Und das halt jetzt gerade einfach im Sommer nicht das Optimale für ihn ist. Ja, deshalb longieren wir heute.
und nicht einschlafen. Wir könnten doch eigentlich mal unsere Community abstimmen lassen, ob wir die Mähne vom Ruby wachsen lassen sollen weiter oder ob wir sie wieder schneiden sollen. Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Stimmt doch einfach mal ab. Ihr könnt das dann oben machen. Wollt ihr kommen? Und Ruby versteckt sich. Ruby, du bist wirklich hoch motiviert, hä? Ja, guck mit seinem Auge. So, ich habe bei dem Wetter mehr Sport gemacht als bei der Anne. Ich bin nicht hier mit dem Gimbal durch die Gegend gerannt, um irgendwie mal vielleicht ein paar coole andere Aufnahmen hinzubekommen. Und Foto hat mangiert. Wie ihr seht, ist es schon ein bisschen nass. Und wir haben jetzt zwar nicht so lange und so viel gemacht, aber es ist einfach so unfassbar warm. Und dadurch, dass er gerade beim Putzen eigentlich fast eingeschlafen ist, jetzt beim Traben doch recht fleißig war, nochmal ein, zwei Runden galoppiert ist, lassen wir ihn jetzt auch einfach in Ruhe. Weil da muss er nicht wirklich mehr machen. Wir spritzen jetzt gleich erstmal schön ab. Wir können den Leuten noch mal zeigen, wie blond Ruby geworden ist. Seht ihr das hier oben am Mähnenansatz? Outtakes habe ich alles drauf. Das kommt wieder weg vom Heu. Thank you.
So, ich mache jetzt noch Rubis Futter. Das brauche ich euch ja nicht großartig zeigen. Solltet ihr euch übrigens fragen, warum ihr Rubi jetzt heute nicht auf der Koppel gesehen hat, das hat einfach einen ganz einfachen Grund. Wir haben bei uns hier im Stall feste Zeiten, zu wann die Pferde auf die Wiese gehen, und Rubi hat immer einen Vormittagsslot. Das heißt, er steht von 10 Uhr bis 13 Uhr meistens draußen. Er darf ja leider auch nicht mehr wegen seiner Krankheit. Und ja, zu der Zeit bin ich halt einfach nie am Stall, weil das macht für mich einfach dann keinen Sinn. Ich sehe zwar gerne mein Pferd auf der Wiese zu, aber dann einfach halt nur rumzusitzen und nichts zu tun zu haben, ist auch blöd. Deshalb plane ich mir immer meinen Tag so ein, dass ich quasi nach der Koppelzeit komme, dass Rubi dann ein bisschen Pause hat nach der Koppel noch, bevor wir dann einfach irgendwie was arbeiten. So wie heute. Ich mache jetzt den Großen fertig. Ich gebe ihm jetzt noch Tablette und gebe ihm sein Müsli und seine Karotten. Und dann geht es für mich weiter zum Q. Der Rubi ist jetzt eh mittlerweile momentan unbeeindruckt von mir, weil er möchte jetzt, glaube ich, lieber in Ruhe sein Heu da hinten fressen. So, ich bin jetzt beim Q angekommen. Ich glaube, er hört tatsächlich mittlerweile mein Auto. Weil da guckt er nämlich sogar schon raus. Mäuschen! Jetzt hol ab. Hi! Müssen wir nur außen rumlaufen, da komme ich so nicht hin. Bin gleich da. Ja. Wo bist du? Hi. Hi, Nasi. Alles gut? Was ist denn? Du, ich habe selten so ein verfressenes Pferd gesehen. Ich dachte immer, der Rubi ist verfressen, aber du? Ja, weiß er. Gut. Der kleine Mann hat heute auch frei. Wir haben jetzt die letzten zwei Tage wieder antrainiert. Das heißt, ich habe longiert die letzten zwei Tage und heute hat er mal Lauflasttag. Und bevor ich den Kleinen jetzt raushole, setze ich noch schnell Mesh ab. Und falls ihr euch wundert, ja, ich stehe auf dem Hocker, denn ich habe das Mesh hier oben drauf stehen und dann komme ich nicht dran. Er kriegt jetzt einfach eine Portion Mesh mit Leinsamen und ein bisschen Luzerne. Das gebe ich eigentlich fast jeden Tag, damit er so ein bisschen einfach noch ein bisschen besser aussieht. Mit Selbstfilm ist so eine echte Herausforderung. Toto konnte nämlich leider heute jetzt nicht nochmal mitkommen. Das ist eine Kamera, da beißen wir bitte nicht rein. Ich werde ihn jetzt, wie gesagt, erstmal in die Halle schmeißen. Ich werde mal gucken, ob ich es schaffe, dann ein bisschen zu filmen. Weil er braucht halt doch noch viel Aufmerksamkeit. Probieren wir es mal. Okay, wir haben es bis in die Halle geschafft. Hier jetzt erst noch mal ein bisschen Schritt. Meistens ist es tatsächlich beim Laufen lassen so, dass er jetzt eh nicht so viel Gas gibt. Aber trotzdem, ich will immer, dass er vorher halt ordentlich warm gelaufen ist. Im Moment ist er gerade so ein bisschen, hallo. Ich sag ja, aufregend. Ein bisschen Panzer im Moment. Also er ist so ein bisschen, er ist nicht blöd, er ist nicht fies. Aber er ist furchtbar ignorant manchmal. Also, wenn er irgendwo hin will, dann will er dahin. Ob man da jetzt steht oder nicht, das ist scheißegal. Ja. Dabei guckt er immer so lieb wie jetzt. So, als ob er kein Wässerchen trüben könnte. Da baue ich gerade die Kamera zusammen, dann legt er sich einfach hin. Ich glaube, das ist das zweite Mal tatsächlich jetzt erst, dass er sich hier in der Halle hinlegt. Da war ich noch gar nicht startklar. Aber ist das schön, dann fühlt er sich wirklich wohl mittlerweile. Ne? Okay, habe ich nicht noch gesagt, der ist beim Laufen lassen eigentlich jetzt nicht so.
ja nicht so, dass der jetzt irgendwie aufgeregt tut, ne? Aber ich weiß, sein Halfter hängt nicht optimal, aber er wollte sich einfach gerade nicht anziehen lassen. Er wollte sich gerade nicht einfangen lassen. So, jetzt machen wir wieder Pause. Und er hasst es, rechts rum zu links rum zu gehen. Er möchte nur rechts gehen. Q möchte nur rechts rum gehen. Kommen wir jetzt klar? Bong. Depp. Andere Seite. Good. Noch mal drüber. Ich werde jetzt nicht allzu lange putzen, weil er schon etwas unruhig ist, weil er nämlich Futter in der Box hat. Und dann wird er immer sehr Aber wir üben das natürlich. Aber deshalb wird es nicht so ausgiebig wie sonst. Jetzt ist doch tatsächlich der Akku von der Kamera leer gegangen. Deshalb steige ich jetzt mal kurz noch aufs Handy, um wieder zu sehen. Wir haben jetzt gerade noch die Beine abgespritzt. Er stand eigentlich echt brav noch am Putzplatz und jetzt bringe ich ihn erstmal in die Box. So, der Q frisst jetzt noch sein Mesh gerade. Es ist eigentlich so dunkel hier, weil es gerade hier überall dunkel wird. Ich glaube, da kommt gleich echt ein Unwetter. Und bevor einer fragt, auch er war heute Morgen schon auf der Wiese. Ich fische jetzt noch die Schüssel aus der Box. Und dann gibt's Essen. Da bist du schon wieder. Da bist du schon wieder, mein Schatz. Und du hast ein Mesh-Gesicht, aber es geht ja heute sogar. Hm? Und er möchte bestimmt gleich sein Essen haben, weil er hat Dauerhunger. Dauerhunger. Immer Hunger. Tschö. Nochmal gucken. Meine Lieben, ich bin jetzt fertig und ich fahre jetzt nach Hause. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.